Hallo Leute, Takeo hier. Ich habe wieder 5 Easter Eggs und Referenzen in Guild Wars 2, die ich euch in diesem Video vorstellen möchte. ArenaNet scheint ein großer Fan der Zelda-Spiele zu sein und wer kann es ihnen auch verübeln, deswegen ist unser erstes Easter Egg wieder eins, welches sich auf die Zelda-Reihe bezieht. In den Zelda-Spielen kann man ja die Kukos, also die Hühner aus dem Zelda-Universum mit dem Schwert angreifen und dadurch ärgern. Wenn man das unnachgiebig weiterführt, dann fangen die wütenden Hühner sich jedoch an zu wehren und greifen den Helden an. Das gleiche kann man auch in Guild Wars 2 erleben. In Ebonfalke von der Wegmarke Festung der gefallenen Engel aus findet ihr in der Nähe ein paar Hühner, die ebenfalls ziemlich wütend werden, wenn ihr sie andauernd angreifen solltet. Ein weiteres Easter Egg ist an die X-Men-Reihe angelehnt. Im Kalinon-Wald können wir uns in ein etwas verstecktes Jumping-Puzzle wagen, wo wir dann ein Konstrukt finden, das sehr ähnlich designt ist wie Cerebro, die Maschine, mit der Professor X Menschen und Mutanten aufspüren kann. Das letzte Mal haben wir ja auch über die Kampfspiele geredet und die Namen mit den Eigenschaften des Berserkers verglichen. Der Dieb besitzt eine Fähigkeit, die auch an ein bestimmtes Kampfspiel bzw. an einen Charakter aus dem Kampfspiel erinnern soll. Mit dem Skill Skorpion-Draht kann der Dieb einen Gegner zu sich heranziehen. Interessanterweise kann das ebenfalls ein bekannter Charakter aus dem Kampfspiel Mortal Kombat und sein Name ist, genau, Scorpion. Guild Wars 2 bietet natürlich auch ein Easter Egg, das an den Vorgänger Guild Wars 1 erinnern soll. In den Feuerherzügeln gibt es ein Kind, das 5 Grawl-Halsketten haben möchte, da es anscheinend eine alte Familientradition sei. Und das gleiche konnte man schon damals im Tutorial von Guild Wars 1 erledigen, da es dort Sammler-NPCs gab, die euch gegen bestimmte Waren diverse Gegenstände angeboten haben. Unter anderem wollte ein Sammler auch 5 Grawl-Halsketten haben. Und auf der neuen Map, dem Bitterfrost-Grenzland, gibt es ebenfalls ein Easter Egg. Unterhalb des Kodan-Stützpunkt könnt ihr ja im Wasser die Quaggern aufsuchen. In einem Haus findet ihr den kleinen Kulan und seine Eltern. Sein Vater heißt Johann und wenn man nicht weiter drüber nachdenkt, scheint hier nichts Besonderes zu sein. Grübelt man jedoch ein bisschen, dann hat der kleine Kulan ja eigentlich den Nachnamen Johansson. Und an wen erinnert der Nachname Kulan Johansson? Ja genau, richtig, an den ehemaligen Game Director Colin Johansson. Und das wären auch schon wieder 5 Easter Eggs und Referenzen in Guild Wars 2 gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.